Wir haben in dieser Woche eine Nachricht vernommen von einem aserbaidschanischen Gelehrten, Sheikh Taleh Baqirzadeh. Dieser Gelehrte hat in Qum studiert, ist nach Aserbaidschan zurückgekehrt und hat dort eine religiöse Veranstaltung organisiert und eine Gruppierung, eine Partei gegründet. So wie er es von Ahlul Bayt gelernt hat, hat er natürlich nicht geschwiegen gegenüber Unterdrückung und hat das aserbaidschanische Regime auch kritisiert und den aserbaidschanischen Diktatoren kritisiert und auch immer wieder das klare Deutsche zur Sprache gebracht und hat natürlich auch vor allem den zionistischen Einfluss auf das Regime klar und deutlich zur Sprache gebracht, denn das aserbaidschanische Regime entwickelt sich immer mehr zu einer Marionette des zionistischen Staates. Das hat er zur Sprache gebracht und immer wieder kritisiert. Das missfiel natürlich dem Regime und deswegen haben sie im Jahre 2015 eine Trauerveranstaltung von Imam Hussein a.s. zum 40. gestürmt, um diesen Sheikh festzunehmen, haben dabei einige Teilnehmer, einige Trauernden auch getötet und seit 2015 sitzt der Sheikh in Gefangenschaft in Aserbaidschan. Er wurde für 20 Jahre verurteilt mit dem Vorwurf, einen Umsturz zu planen, Terroranschlag etc., was ihr alles kennt. Selbst deutsche Medien haben damals gesagt, das ist nur ein Vorschub. Er ist ein politischer Gefangener, so wie es viele auch in Aserbaidschan gibt. Aber niemand redet darüber, weil die wirtschaftlichen Beziehungen natürlich wichtiger sind für Europa. Jedenfalls jetzt vor einer Woche, vor einigen Tagen, ist er in den Hungerstreik getreten. Er hat gesagt, ich akzeptiere diese Unterdrückung nicht mehr, weil die Gefängniswärter haben auch angefangen, religiöse Heiligtümer zu beleidigen und zu schmähen. Und er will, dass das verfolgt wird, dass das nicht mehr praktiziert wird und ist aus Protest in den Hungerstreik getreten und ist nun seit einigen Tagen dabei. Und er hat selber gesagt, entweder wird dem gefolgt, was ich verlange, oder ich mache Hungerstreik bis zum Märtyrertod. Bis zum Märtyrertod. Als die Insassen das gesehen haben, haben sich auch weiterhin 12 Insassen ihm angeschlossen und alle sind sie gerade im Hungerstreik. Und wir hoffen, inshallah, dass er befreit wird oder sein Ziel erreicht. Und das ist die Geschichte des Schiitentums. Das ist die Geschichte der Schule der Ahlul Bayt. Wenn wir unsere Geschichte verfolgen, dann ist es ist eine Geschichte von Blut. Es ist eine Geschichte von Märtyrertod. Shahidul Awwal und Shahidul Thani und Shahid Muhammad Baqir al-Sadr und Sayyid Musa al-Sadr und Sheikh al-Nimr und Sheikh Zakzaki. Ihr beobachtet das überall, wo die Schüler von Imam Ali a.s. auftreten und gegen das Unrecht kämpfen, ist Verfolgung angesagt. Deswegen sagt Imam al-Baqir a.s. in einer Überlieferung, wer uns liebt, muss mit Schwierigkeiten rechnen. Wer uns liebt, muss sich darauf vorbereiten, Prüfungen durchzumachen und harte Zeiten durchzumachen. Aber das ist ein Versprechen, den wir Imam Mahdi a.s. gegeben haben, dass wir inshallah dem Pfad von Imam Hussein, dem Pfad der Gerechtigkeit und der Bekämpfung von Unrecht folgen werden bis zu seiner Erscheinung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Anhängern von Imam Mahdi salamullahi alayhi erheben. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.